Das, was Menschen bereuen, wenn sie sterben, ist das, was sie nie gemacht haben. Das Allerbeste, was passieren konnte, das gefunden, was mich wirklich glücklich macht. Messe angesetzt, aufgeschnitten. Keine Ahnung, wie ich sowas jemals so entscheiden konnte. Das ist erst ein Schlüssel im Moment, was vieles verändert hat. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein sehr spezielles und auch persönliches Video, wo ich lange überlegt habe, mache ich es nicht. Ich denke und hoffe, dass durch meine Geschichte, die ich habe, das, was ich alles schon durchgemacht habe, den einen oder anderen damit motivieren kann, niemals aufzugeben und an seinen Träumen weiterzuarbeiten. Ja. Und daher starten wir gleich mal rein. Also, ich bin natürlich Martin, ich bin am 4.5.89 geboren. Ja, hatte eine ganz normale, wohlbesonnene Kindheit, an die ich mich gerne zurückerinnere, wo mir viel gegeben wurde. Viele Türen wurden mir geöffnet und habe dann auch schnell diesen Hang zum Sport für mich entdeckt. Ja, angefangen hat es mit Leichtathletik, wo ich in der Schule dann immer schon mit einer der Besten war, haben da Turniere mitgemacht und habe auch so schnell gemerkt, dass Sport für mich mehr ist als nur Bewegung. Es ist eine absolute Leidenschaft. Es ist bei mir einfach dieser Drang danach, sportlich was zu machen und auch zu erreichen. Und so habe ich dann auch schnell für mich den Fußball entdeckt, was bis heute noch eine absolute Leidenschaft von mir ist. Ja, heißt, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen und habe das Ganze 10 Jahre gemacht, ja, also bis ich 16 war. Habe da ganz viel über Teamfähigkeit gelernt, über Kampfwille, denn 3 bis 4 Mal in der Woche Training, bis hin zur Verbandsliga, also die höchste Amateurliga, die es gibt. Und musste dann auch irgendwann entscheiden, okay, was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt das Gymnasium, das Abi wichtig oder der Sport? Das war so der erste Scheideweg, den ich nehmen musste. Und ich habe mich für die Schule entschieden. Bin dort erstmal weitergegangen, habe mein Fachabitur gemacht in Richtung Gesundheit und Soziales. Und habe vorher schon überlegt, okay, was willst du einfach mal machen? Wo willst du hin? Ja, was jeder so in diesem Alter hat. Und da war für mich damals schon so der Traum, zur Polizei zu gehen. Das war auch der Startpunkt für mich, mit dem Kraftsport anzufangen. Weil eigentlich wollte ich nur für diesen Aufnahmetest trainieren, um stärker zu werden, um mal einen Klimmzug zu schaffen. Das war damals für mich unvorstellbar, weil die Kraft war in den Beinen, aber nicht im Oberkörper. Und ja, bin hier in ein Fitnessstudio gegangen und habe dem Trainer dort gesagt, pass auf, ich habe dann und dann einen Aufnahmetest und ich will dafür trainieren. Und das war so der Einstieg des Ganzen. Letztendlich habe ich es zur Polizei nicht geschafft, wo ich sage, Gott sei Dank, jetzt aus meiner Position. Damals war es natürlich ziemlich niederschmetternd, weil ich es unbedingt wollte. Ich wollte eigentlich niemals einen stinknormalen Bürojob. Ja, aber letztendlich habe ich mich dann doch für einen Bürojob entschieden. Jetzt aus meiner Position, keine Ahnung, wie ich sowas jemals so entscheiden konnte, aber wie immer im Rückspiegel erkennt man die Straße. Ja, also du erkennst immer erst danach, was für einen Sinn das macht oder auch nicht. Letztendlich hat man sich natürlich von seinem Umfeld, ich sag mal, überzeugen lassen, ja, das ist ein sicherer Bürojob, von Montag bis Freitag, kriegst gutes Geld und bin dann sozusagen in die Ausbildung gegangen. Zum Sozialversicherungsfachangestellten. Das ist, wie ich danach erst erfahren musste, die zweitschwerste Ausbildung in Deutschland nach dem Steuerberater. Und ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, also die ganze Ausbildung war eigentlich für mich eine Qual. Es hat nie wirklich Spaß gemacht und war eigentlich nur unterwegs. Weil damals hieß es dann, okay, gut, gehst du zur Rentenversicherung hier in Magdeburg oder nimmst du den großen Schritt und gehst nach Bremen. Und da ich ein Mensch bin, der nie den einfachen Weg nimmt, sondern meistens immer der schwieriger ist, habe ich natürlich mit 20 entschieden, raus aus dem Elternhaus, rein in die große Stadt, nach Bremen, komplett weit weg. Für mich damals war es eine riesen Entfernung. Habe mir da eine Wohnung genommen, habe da die Ausbildung angefangen und bin dann letztendlich irgendwann unten in Mannheim gelandet. Hatte da eine Freundin, das ging 3 Jahre und dann ging das alles so ein bisschen auseinander. Und das war für mich so diese Möglichkeit,
Okay, jetzt oder nie. Hab diese, das natürlich als Chance genommen. Hab meine Bewerbung gepackt, 5 Stück geschrieben. Bin einfach nach Magdeburg gefahren und hab mich hier persönlich bei den Krankenkassen vorgestellt. War das Allerbeste, was passieren konnte. Hab dann hier auch meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt fast 5 Jahre zusammen bin. Und in der Zeit, wir sind verdammt viel gereist. Ja, also jedes Jahr 2, 3 Urlaube. Wir haben wirklich von Urlaub zu Urlaub gelebt. Und zwischendurch halt arbeiten und ja, so dieses Normale, was man halt so macht. Das heißt, aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, was essen, auf die Couch setzen, Fernsehen gucken, zum Sport gehen. Ich habe damals noch sehr gerne PlayStation gezockt, bei Sky sämtliche Spiele von meinem Club geguckt. Und das war eigentlich so der Tagesinhalt, den man so hatte. Also was für viele ganz normal ist. Genauso war ich auch. Und letztendlich im September letzten Jahres wurde bei mir dann auch was entdeckt. Und zwar an der rechten Achsel hatte ich so eine Beule. Wusste ich natürlich erstmal nicht, woher kommt das, was ist das? Man ist natürlich erstmal komplett überfordert. Die Ärzte sagen, ja, das ist ein entzündetes Haar oder sind die Schweißdrüsen, das geht schon wieder weg. Letztendlich war ich dann bei einem Arzt und der meinte, ja, das muss rausoperiert werden. Ja, Kacke. Ja, also wer sich vorstellen kann, Achsel ist halt eine sehr sensible Stelle und Operationen hatte ich so groß noch nie. Natürlich ist es komplett neu. Ja, dann war natürlich die Frage, okay, es stand noch ein großer Urlaub an, weil wir wollten nach Australien, das war schon Anfang des Jahres alles geplant. Was machen wir? Vorher noch die OP, dann wissen wir nicht, ob es bis dahin zugeheilt ist oder nicht. Wir haben gesagt, wir lassen es, wir fahren damit halt in den Urlaub. Dann hatte ich meinen ersten Schlüssel im Moment, was vieles verändert hat. Wir waren in einem kleinen Strandörtchen in Australien, Noosa. Wunderschön, das war eigentlich überhaupt nicht geplant, dahin zu fahren. Und wir saßen dann abends noch so am Strand beim Sonnenuntergang und Australien sind natürlich viele Surfer unterwegs. Und wir sehen dann halt bloß, wie knapp 100 Meter von uns entfernt jemand aus dem Wasser rausgezogen wurde. So wie wir es erkennen konnten, der war vielleicht in unserem Alter, also vielleicht Mitte 20, Ende 20 vielleicht. Und haben dann bloß gesehen, wie gleich 5, 6 Leute um ihn herum waren und ihn versucht haben, wieder zu beleben. Das ging eine halbe bis dreiviertel Stunde so. Dann kam natürlich noch die Lifeguard, Krankenwagen und zum Schluss halt bloß noch die Polizei, um den Tod festzustellen. Und das ist, wenn halt direkt neben dir jemand stirbt, passiert schon einiges. Also das, da habe ich mir gesagt, okay, das kann jetzt nicht umsonst sein, dass du das jetzt mitbekommen hast. Ja. Und da hat das halt in mir auch gearbeitet und du hast halt wieder gemerkt, wie schnell kann das Leben eigentlich vorbei sein. Ja, von jetzt auf gleich kannst du einfach umfallen und tot sein. Oder angefahren werden, du bist querschnittsgelähmt und du saßt ja bloß noch in der hätte ich mal und warum habe ich nicht. Und das war so der erste Moment, wo ich, sagen wir mal, eine Backpfeife bekommen habe und gesagt habe, okay, du musst irgendwas ändern. Ja, letztendlich war es ja dann so, dass ich am 6. Januar operiert werden sollte. Das heißt, kleiner ambulanter Eingriff und dann ist die ganze Geschichte vorbei, Haie zu, das war's. War auch da, lag schon auf dem OP-Tisch, es wurde schon alles eingepinselt, desinfiziert und dann kommt der Arzt rein, guckt sich das an und sagt, das können wir nicht mehr machen. Das ist zu entzündet. Und sie müssen jetzt in eine Uniklinik mit Vollnarkose und dann muss das großflächig rausgeschnitten werden. Ja, das war für mich letztendlich ein Riesenschock. Und du stellst dich mental einfach darauf ein, okay, du wirst jetzt operiert und dann schickt ihr dich von diesem OP-Tisch wieder runter und sagt, es ist viel größer, es muss mit Vollnarkose gemacht werden. Ja. Letztendlich war es dann so, dass wir es konservativ behandelt haben. Das heißt, dadurch, dass diese Beule aufgegangen ist, war da wie ein kleines Loch und da musste denn jeden Tag über 6 Wochen mit einer Plastiknadel halt diese Wunde gespült werden, damit die halt von innen wieder zuwächst. Das ist auch soweit passiert nach 6 Wochen.
Und habe mich vorher schon entschieden, in meinem Leben was zu verändern. Heißt auch beruflich, weil ich gemerkt habe, okay, diesen Beruf, den du da machst, der erfüllt dich einfach nicht. Der gibt dir nicht das, was du wirklich willst im Leben. Habe dann nebenbei meine Zertifikate gemacht bei der Online-Trainer-Lizenz zum Ernährungsberater, Trainer-B-Lizenz, A-Lizenz und Personal-Trainer, weil ich mich dann gefragt habe, okay, was ist deine Leidenschaft, was macht dich wirklich glücklich? Und da gab es halt für mich bloß eins, und das war das, was ich seit 10 Jahren schon mache, das ist der Kraftsport. Und habe mich da immer extrem reingelesen, weil bei mir gibt es halt ganz oder gar nicht. Ja, wenn ich was anfange, dann will ich auch alles davon wissen und stecke da ganz viel Energie rein. Und so war mir dann klar, okay, du kannst nur glücklich werden, wenn du deiner Leidenschaft folgst und jeden Tag aufstehst und sagst, du hast Bock. Du hast Bock, was zu machen, du hast Bock auf diesen Job. Und das war halt vorher gar nicht mehr der Fall. Weil du hast halt wirklich Sonntag schon gedacht, scheiße, du musst morgen wieder raus mit Magenkrämpfen, bist du denn da auf Arbeit gegangen und sagst, das ist so sinnlos, was du da machst. Und da war für mich klar, okay, radikal muss hier was geändert werden. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben unsere kompletten Gewohnheiten geändert. Ich bin dann jeden Morgen um 5 aufgestanden, um für die Lizenzen zu lernen. Haben unseren Fernseher abgemeldet, habe meine PlayStation verkauft. Also alles, was einfach nur Entertainment war, nur zur Belustigung, was mir für mich gar nichts bringt in diesem Moment, habe ich einfach verkauft. Habe angefangen, Bücher zu lesen, mich auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln und mich damit zu beschäftigen, was mir verdammt viel gegeben hat. Und letztendlich hatte ich dann auch meinen Ernährungsberater bestanden. Ging es denn los, dass links auch so eine Beule kam. Und ich wusste halt nicht woher, habe mich damit auch beschäftigt und war dann auch beim Arzt. Und dieses Mal ist es nicht so glimpflich ausgegangen, weil die haben das mit einem Skalpell geöffnet. Da hilft auch keine Narkose oder Betäubung mehr, weil das alles so entzündet war. Das heißt, Messer angesetzt, aufgeschnitten, alles rausgedrückt, also das sind Schmerzen, die hatte ich in meinem Leben noch nicht. Ja, also da hast du wirklich gedacht, du stirbst gleich. Ja. Und danach lag ich dann immer bloß noch da und habe gezittert vor Schmerzen. Und eine Woche später hatte ich dann nochmal einen Termin bei einem Spezialbereich in der Uniklinik bei uns. Und die haben mir dann das gesagt, was ich vorher schon vermutet hatte, was es sein könnte, und zwar ist es halt Akne inversa. Das hat mit der Akne selbst gar nichts zu tun. Das ist eine chronisch entzündliche Krankheit, also das ist eine Sache, die werde ich mein Leben lang haben. Und das wird halt durch viele Faktoren, kann es ausgelöst werden. Also es ist halt multifaktorell durch einen ungesunden Lebensstil, Übergewicht, Rauchen, wenig Bewegung, kann auch die Genetik sein und die Ernährung. Und ja, bei mir hat eigentlich nichts zugetroffen. Ja, ich bin sportlich, ich ernähre mich, oder bis dahin dachte ich, ich habe mich gut ernährt. Ich rauche nicht, mache Sport. Bleibt aber so dieser Faktor von der Genetik. Und dadurch, dass ich ja vorher meinen Ernährungsberater gerade fertig hatte, war ich natürlich gut in der Materie drin. Und habe dann dahingehend auch meine Ernährung umgestellt, was ein Riesenvorteil für mich war. Ja, letztendlich war es ja dann so, dass er geöffnet wurde und es musste jeden Tag tamponiert werden. Ja, also jeden Tag diese Wunde spülen und dann eine Tamponade reindrücken in diese Wunde. Jeden Tag. Und da stand natürlich schon die nächste Reise an, und zwar in Kalifornien. Da sind wir nach San Francisco, Los Angeles gereist. Und da habe ich gesagt, das lasse ich mir einfach nicht nehmen. Ja, also das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich aufgrund dessen zu Hause sitze, obwohl ich wüsste, ich wäre jetzt irgendwo in der kalifornischen Sonne. Ich sagte, das ziehen wir durch. Heißt, wir haben sämtliche Verbandsmaterialien in der Hälfte von einem Koffer gepackt, mitgenommen und jeden Tag diesen Spalt, den ich ja dann hatte, der dann nicht zuwachsen durfte, damit sich da nicht wieder was bildet, zu versorgen. Und Wundspüllösung mitgenommen, diese Wundentasche
gespürt, Tamponade reingedrückt, jeden Tag. Und das halt bis zum 26.06. Also das waren dann gut fast 2 Monate, wo jeden Tag diese Wunde gespült werden musste, Mull reingedrückt wurde. Und das sind Schmerzen, wo man sagt, du hast keinen Bock mehr. Ja, also du warst schon nah dran an einer Depression und hast in vielen keinen Sinn gesehen. Vor allem, weil du auch keinen Sport machen konntest. Ja, ich konnte ja seit September dann keinen richtigen Sport mehr machen. Das ist ja für mich wie ein Lebenselixier. Und dann stand halt die OP fest am 26.06. Dort wurde ich dann noch operiert, aber auf beiden Seiten. Das heißt, rechte Seite war es nicht so schlimm. Da wurde es halt rausgenommen in der Größe, haben sie gesagt, von einer Dattel. Ja, das war okay. Und links war dann halt diese schwerwiegende Seite. Also da hat fast, sagen wir so, die ganze Hand. Ja. Und wenn man es hier so reinpackt, das wurde hier alles komplett rausgeschnitten. Und mir wurde gesagt, das war so tief wie ein halber Apfel. Und da liegst du dann im Krankenhaus und sagst dir einfach bloß, ey, wenn du diese Scheiße überstanden hast, dann hält dich keiner mehr auf. Dann lebst du einfach bloß noch deinen Traum und ziehst das durch, bis du es erreicht hast. Das habe ich mir im Krankenbett geschworen. Und dann kam ich raus aus dem Krankenhaus. Und das Ding ist ja, wenn du auf beiden Seiten so einen großen Wunden hast, die ziehen sich irgendwann zusammen zu einer Narbe. Und wenn du die Arme nicht bewegst, dann bleibt das irgendwann eingeschränkt. Ja, also es gibt auch Leute, wurde mir gesagt, bei denen ist hier Schluss, weil hier die ganze Haut sich halt zusammengezogen hat. Hieß für mich dann natürlich auch mit den frischen Wunden, die Arme müssen hoch. Jeden Tag Physiotherapie. Und diesen einen Moment werde ich nicht vergessen. Weil ich wusste, wenn ich einmal es schaffe, meine Arme hochzubekommen, schaffe ich es immer wieder. Weil dann habe ich meine Grenzen gesprengt. Und diesen Moment werde ich nicht vergessen. Den werde ich niemals vergessen, weil mein Wille so stark war und mir die Schmerzen so egal waren. Und dann habe ich mich ganz langsam hochgearbeitet. Und als ich dann oben war, bin ich dann wirklich in Tränen ausgebrochen, weil das so eine Riesenfreude war, wo ich wusste, okay, das hast du jetzt einmal geschafft und das schaffst du jetzt immer wieder. Weil das Ding ist ja auch, gerade als Personal Trainer, wenn du das als Beruf machen willst, wenn du selbst mit Leidenschaft trainierst und du hast eine Einschränkung, ist das mega beschissen. Und das sehe ich irgendwo so als Test fürs Leben. Ja, das Leben testet dich, ob du das wirklich willst. Und ja, das Leben meint es mit mir, oder hat es mit mir ziemlich hart gemeint, aber das war gut so, weil letztendlich sehe ich das Ganze als Geschenk. Weil ich dadurch viel mehr Bewusstsein bekommen habe für das Leben, was wirklich wichtig ist. Und darin sehe ich auch, dass ich anderen Menschen als Coach auch viel mehr helfen kann. Ja, wenn du einmal selbst diese Scheiße durchgestanden hast und weißt, wie es ist, im Dreck zu liegen und wieder aufzustehen. Ich musste alles komplett neu lernen. Ja, das ist wirklich ganz einfache Sachen. Am Besenstiel hochgreifen, die Arme nach oben bekommen. Ich musste alles neu lernen. Das war alles in Zeitlupe. Und ich habe mich da einfach durchgebissen, weil ich wusste, wofür ich das mache. Ja, und da kann ich echt froh sein, so ein gutes Umfeld zu haben. Heißt, ich habe eine geniale Freundin, die hat wirklich, wir haben es mal zusammengerechnet, über 200 Verbandswechsel gemacht. Jeden Tag, anfangs alle zweimal am Tag. Und hatte eine wunderbare Wundschwester, die immer herkam und da uns unterstützt hat. Denn natürlich meine Mutter, die ist selbst Physiotherapeutin, hat eine Praxis und das ist natürlich Gold wert in dem Moment. Ja, hat mir natürlich auch gewisse Sachen gezeigt. Und da darf man auch wieder nicht vergessen, in der ganzen Zeit habe ich immer noch meine Lizenzen gemacht. Ich habe nebenbei immer noch gelernt für meine B-Lizenz, meine A-Lizenz, weil ich wusste, wo ich hin will. Und ich möchte diese Zeit niemals vergeuden. Und das war auch für mich eine gewisse Ablenkung nachher, um mich halt auf ein Ziel zu fokussieren. Und habe dann auch mit diesen Verbänden meine B-Lizenz gemacht und dann zum Schluss auch im September meine A-Lizenz und Personal Trainer zusammen. Ja, also da war ich wirklich mit meinem Netzhemd, was ich hatte und den Mulldingern unter den Arm. Jetzt im Nachhinein bin ich ja übelst stolz drauf, in so einer Situation sowas geleistet zu haben.
Und das ist auch sowas, was mir wieder so dieses Selbstvertrauen gibt, dass ich alles schaffen kann, was ich will. Letztendlich muss man so sagen, es hätte nicht besser laufen können. Also hätte mir das einer Ende des letzten Jahres gesagt, hätte ich gesagt, bist du bekloppt. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Aber ich habe halt so viele tolle neue Menschen dadurch kennengelernt, so viel über mich gelernt, habe meinen kompletten Alltag umgestellt. Also weg von Fernsehen hin zu Bücherlesen, Selbstreflexion, und habe so halt für mich das gefunden, was mich wirklich glücklich macht. Und letztendlich ist es jetzt auch so, dass ich diesen Job, den ich gar nicht mehr machen wollte, jetzt quitten konnte und ab 1.1. komplett meiner Leidenschaft folgen kann. Ja, heißt, ich fange in einem sehr guten Fitnessstudio hier in Magdeburg an und kann da voll meiner Leidenschaft aufgehen, und ich bin da so wissbegierig und ich weiß, scheißegal, ob es Montag, Sonntag oder was auch immer ist, du stehst auf und sagst, ja, geil, heute kannst du wieder richtig die Bude abreißen und brennst einfach für diese Sache. Und das zeigt mir wieder, ich wollte schon immer Menschen helfen. Oder zumindest ist es für mich mehr wert als einfach nur Geld. Ja, weil ich finde es schöner zu sehen, wie Menschen durch mein Handeln ein besseres Leben haben. Ja, ob jetzt zum Beispiel durch die Ernährung, wenn ich ihnen erkläre, wie die Ernährung funktioniert, durch Training oder wenn jemand eine Verletzung hatte. Ich kann mich da 1:1 hineinversetzen, weil ich weiß, wie es ist, nach sowas unten zu liegen und dann wieder hochzukommen. Und das gibt mir einfach so viel. Da gibt es mir einen Sinn. Es gibt mir einen Sinn im Leben, wo ich sage, das erfüllt dich einfach mal. Es erfüllt dich mit Freude, dass du was zurückgeben kannst. Ja, dass du nicht nur an dich denkst, sondern dass du durch deinen Einfluss, also durch meinen Einfluss, mein Wissen, anderen Menschen helfen kann, noch mehr aus sich herauszuholen. Und das ist so wahnsinnig genial. Auf jeden Fall ist das meine Geschichte, mein Warum im Leben und wie ich dazu gekommen bin und wie ich vor allen Dingen zu dem Sinn meines Lebens gekommen bin, aber auch erst durch gewisse Schlüsselmomente. Ja, weil wenn du mit deinem Leben komplett zufrieden bist, so wie es jetzt gerade aktuell ist, genial, mach so weiter. Aber sobald du merkst, da muss irgendwie mehr sein oder ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht glücklich, dann ändere was. Sofort. Ich habe es auch gemacht. Das ist kein Prozess von heute auf morgen. Es ist ganz viel Anstrengung dahinter, ganz viel Schmerz. Aber es lohnt sich. Und das erfüllt dich so sehr mit Freude und Glück, dass du musst dafür kämpfen. Du musst einfach. Ja. Also, wenn du merkst, du willst irgendwas anderes machen, du sagst, okay, das war es noch nicht, was ich jetzt mache. Ich will noch viel mehr. Und was ich für mich immer als Anspruch nehme, ist, wie guckt mein 80-jähriges Ich auf mich und mein 8-jähriges Ich. Heißt, wenn mein 80-jähriges Ich auf mich jetzt guckt und sagt, Mensch, beweg deinen Arsch, mach was. Und das 8-jährige Ich guckt hoch, weil du hast ja auch damals schon so Vorstellungen gehabt, wie willst du mal sein? Ja, und wenn das 8-jährige Ich mich anguckt und sagt, ich bin stolz auf dich, dass du genau diesen Weg gegangen bist, das ist genial. Ja, und das Schlimmste oder das, was Menschen bereuen, wenn sie sterben, ist das, was sie nie gemacht haben. Also geh raus, scheiß auf die Meinung von anderen und mach einfach dein Ding. Lass dich niemals aufhalten, weil wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit und wir leben alle nur einmal. Also hol das Meiste raus, egal was andere sagen.